Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 7 Remake. Wir hauen große fliegende Drachentiere. Aber was täten wir denn sonst den ganzen Tag? Halt! Gute Arbeit! Ich wollte gerade gucken, ob wir den eigentlich schon gescannt haben. Und ich weiß es nicht. Aber ich habe dafür versehentlich gerade. Was ist das? Ja. Ein ferngesteuerter Kran. What? Süß nicht. Ach so. Ich dachte, das gehört zu einem Riesenroboter oder so, einem Humanoiden. Eine Hand. Naja, ich habe gerade das Schnellattacke-Menü entdeckt, zufällig. Das ist ja nice. Oh, und eine Schatzkiste. Mogri-Medaillen. So was Dummes. Jemand hat die Leiter hochgezogen. Vielleicht können wir den Kran ja benutzen. Vielleicht. Der hat zwei Steuerknüppel, die ähnlich wie meine Sticks aussehen. Könnte schon sein. Ach, ich muss sie jetzt nehmen und absetzen. What? Naja, ja, da bin ich mal... Ach so, okay, keine Ahnung. Ja, schauen wir mal. Kriege ich schon hin. Cloud! Okay, ich springe auf. Bring mich bis nach oben. Sicher? Natürlich. Von oben kann ich dir dann die Leiter runterlassen. Okay, gut festhalten. Das ist irgendwie ein cooler Kran. Ich hätte auch gern so coole Kräne. Ich hab's gleich. Einen Moment noch. Ups. Ich kick schon wieder. Ich kick schon wieder mein Mikrofon durchs Zimmer. Und geschafft. Versehentlich. Warte. Er ist aufgewacht. Der Proto-Auslöscher. Den kennen wir aber auch noch nicht, oder? Analyse! Der Proto-Auslöser. Auslöscher meine ich. Ein früher Prototyp des Auslöschers Abwehrsystems. Die KI des Systems ist so fehlerhaft, dass es Modelle als Fehlschläge abgetan und in den Slums entsorgt wurden, wo sie weiter aktiv sind. Na, das ist aber toll. Was läuft denn hier eigentlich für ein fetziger Kampf-Soundtrack? Eis! Ich meine, wir könnten den Zaun zur Not einfach einhauen, was ich schon alles mit meinem Baseballschläger kaputt gehauen habe. Aber wir wissen ja, eine hüfthohe Absperrung, ne? Da gibt's keinen Weg dran vorbei. In Videospielen. Wahrscheinlich haben sie den Bereich abgesperrt, nachdem all die Ungeheuer aufgetaucht sind. Du hast an so einem Ort gespielt? Slumkinder sind nicht sehr anspruchsvoll. Das sieht man. Hey, was soll das heißen?
Wenn ich mal ein Videospielbösewicht wäre, stelle ich einfach überall um meine Basis rum eine hüfthohe Absperrung auf. Komplett einmal drum. Kommt nichts rein, nichts raus. Game over. Und außerdem, falls ich mal dann den Helden irgendwo sehe, schicke ich da einfach meine 4,8 Milliarden NPC-Soldaten auf einmal hin und nicht immer nur in so Grüppchen von 5 bis 10. Und der letzte Endboss kommt gleich am Anfang, sobald ich meinen Rivalen identifiziert habe. Ich habe kein Ass im Ärmel, es wird alles auf einen Schlag auf den abgefeuert. Weil wenn es ein Rollenspiel ist, habe ich gute Chancen, dass der dann quasi total unterlevelt ist. Und selbst bei einem Actionspiel ist hoffentlich der Spieler einfach noch nicht gut genug, um den letzten Boss zu schaffen, ganz am Anfang. Ja, ja, ich habe schon für meine Karriere als Videospielbösewicht vorgesorgt. Habe ich schon Pläne gemacht. Da bin ich noch besser drauf vorbereitet, wie vor auf eine Zombie-Apokalypse. Mein Gott, du Wirbelzwirbelzauber, Hippoknapp, kannst du jetzt bitte einfach sterben? Danke, aber es ist einfach eine gute Taktik, ne? Geralt wusste es, Dorothy wusste es, Wirbelzwirbelzauberwind, einfach die ganze Zeit wild rotieren und um sich hauen, ist eine gute Videospielstrategie. Okay, ich glaube, da unten ist ein optionaler Weg, ne? Gehen wir erstmal darunter. Warum zerschneidet mein Baseballschläger eigentlich die Kisten? Ha? Kann mir das mal einer erklären? Da würde ich dem Verantwortlichen gern mal zur Rede stellen. Das geht doch nicht. Blöder Game Designer. Na. Nee, ich dachte, der baut sich jetzt zusammen und der Kampf geht los. Aber scheinbar nicht. Warte mal, aber dann müssen wir hier nochmal lang gehen, oder? Nee. Geht's hier weiter? Ja, hier geht's... Nee, warte. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich gehe erstmal hier lang. Ich glaube, hier geht's tatsächlich weiter, oder? Dann gehen wir jetzt erst nochmal unten entlang. Nee, aber warte mal. Nicht, dass ich hier irgendwie den Kran bewegen muss, damit wir unten weiter können oder sowas in der Art. Versuch mal, diesen Container hochzuheben. Okay. Also, ich möchte ja nicht hier kleinkariert sein, aber ich glaube, in einer Welt, in der Kräne so aussehen, würden Container wahrscheinlich nicht so aussehen, wie die hier aussehen. Weil das macht irgendwie gar keinen Sinn. Dann hätten die doch eher so kleine Henkelchen oben oder sowas. Deswegen sehen Kräne in der echten Welt halt leider nicht so aus, wie sie hier aussehen. Wahnsinn! Sag nicht, du warst mal Baggerfahrer oder so. Yeah. Hä? Nanu, sieh mal. Ich glaube, da will uns jemand ärgern. Naja, zum Glück habe ich ja dich. Scheuchst mich ganz schön rum. Seine Hände können nicht high-pfeifen, sie können nur zerstören. Ich geh jetzt wieder runter, okay? Ja, aber pass auf, nicht zu nah an den Kran ran, solange der noch aktiv ist, ne? Nicht, dass was schief geht. Kann die Hand ja, sich jetzt... Gut, nee, schade. Ich dachte, die klappt sich jetzt einfach nach hinten um, versteht ihr? Und ist dann andersrum einfach auch eine Hand. Aber nee, leider nicht. Mhm, läuft gut. Der Kantenmaler hat uns hier eh schon den Bereich vorgezeichnet. Das ist nett von ihm. Auf den ist immer Verlass, auf den Kantenmaler. In jedem Spiel
hat er unseren Back. Wie sagt man da? Wie komme ich hier wieder raus? Bin ich noch nicht fertig mit dem Kran-Mini-Spiel? Muss ich noch irgendwas machen? Ich dachte eigentlich, ich wäre fertig. Pff. Oh, jetzt steckt er fest. Ach so. Jetzt muss ich aber schon mal blöd fragen, warum bringe ich sie nicht einfach gleich zur Leiter hoch? Ach so, ich bringe sie gleich zur Leiter hoch. Ich lasse sie hier nur runter, damit sie die Materie aufhebt. Ah, ja, das ist nett. Okay. Ja, dann komm wieder hoch jetzt zu mir. Das ist nett. Optimus Prime ist tief gesunken, ne? Und stopp! Ich lass dir jetzt die Leiter runter! Kisten? Hahaha! Und noch eine Kiste. Ich sehe hier überall Schätze und Kisten. Nein, du musst näher reingehen, Cloud. Ja, zerteil die Kisten aus irgendeinem Grund mit deinem super scharfen, spitzen Baseballschläger. Ein alter VW-Bus. Genau, und hier hätten wir nicht durchgekonnt, quasi. Jetzt darf ich nicht mehr zurückgehen, aber der andere Weg wäre eine Sackgasse gewesen, quasi. Ich verstehe. Aha, was haben wir denn hier? Warte mal ganz kurz, bitte, Aerith. Ich glaube, ich habe hier super geheim und super geheim gefunden. Ist gut. Aber wohin führt super geheimer super geheim? Und warum kann ich schon wieder nicht mehr sprinten? Sag mal, müssen wir hier lang? Das kommt mir schon wieder komisch vor. Ah, Mann, ey. Ah, ist das eine versteckte... Ich glaube, der Raum ist wieder ein Ladebildschirm, oder? Deswegen durfte ich nicht sprinten. Ist hier jemand? Meinst du mich? Wirkt verlassen. Hat sie die vierte Wand durchbrochen? Hat sie gemerkt, dass sie gesteuert wird? Du wirst gar nicht gesteuert. Von der KI halt, aber nicht von mir. Ha, verrückt. Ist noch warm. Wir könnten hier übernachten, Cloud. Dafür fehlt uns die Zeit. Außerdem... Ey, guck mal, Leute! Die wollen uns ausrauben! Hey, hey! Was stellt euch ein, hier so rumzuwühlen? Genau! Das werdet ihr uns kompensieren, alles klar? Kompensieren? Kompensieren? Was denn das überhaupt? Hohle Nuss! Du hast aber auch echt mal von gar nichts eine Ahnung. Kompensieren ist... Also, na, du weißt schon. Oder nicht? Genau. Kompensieren ist... Also, du weißt schon. Also, wir haben hier nichts angefasst. Ja, wir haben nur einen Weg gesucht. Und das sollen wir euch glauben? Klar, was willst du sonst tun? Wir könnten euch zum Beispiel bis aufs Hemd ausrauben, hä? Bis aufs Hemd? Die tragen doch gar keine Hemden. Voll Depp. Das ist so eine Art von, ja. Also,
Eine Kompensation! Ach so! Genau, du meinst das als Metapher? Genau! Was für Idioten! Hey, der hat auch so einen Baseballschläger wie ich, der andere. Die sind mir sympathisch. Also aufgrund ihrer Bewaffnung. Ansonsten nicht so. Home Run! Bewegt euch bloß nicht! Habt ihr mich gehört? Wir sind tot! Mausetot! Fällt bestimmt nicht auf! Ganz sicher nicht! Na, dann gehen wir mal weiter. Die treffen wir wahrscheinlich noch öfter. So wie die eingeführt wurden und so wie die nicht gestorben sind. Jetzt oder nie! Wir türmen! Hey! Haut doch nicht ohne mich ab! Sag mal, Cloud, wieso hast du eigentlich bei Soldat aufgehört? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Du brauchst nicht drüber reden, wenn du nicht willst. Oh. Hattest du gute Freunde, als du bei Soldat warst? Nein, hatte ich nicht. Ach so. Oho, wer seid ihr denn? Gutes Timing! Ich hab's gerade in den Fingern! Verdammt, ich hab die anderen drei gar nicht gescannt, fällt mir gerade ein. Ah, schade. Na, analysieren wir jetzt mal noch, oder wie? Bin mal so frei. So, der Proto-Auslöscher, den kennen wir ja schon. Verzieh dich! Ares kann momentan irgendwie einfach noch nicht so richtig Nützliches. Ihr heiliger Magiekreis ist ganz nett, aber meistens lohnt sich das gar nicht, dass man dann doch wieder so strategisch vorgeht. Und noch ein Kranrätsel. Na, los geht's. Diesmal gleich Dual-Kran. Die Leiter ist wieder oben. Ich gehe wieder runter. Kannst du den Arm bewegen, Cloud? Na gut, Leute, aber bevor wir das Rätsel jetzt hier machen, wo wir jetzt auch noch den Arm wechseln müssen und ich sowieso nicht mehr reden kann, schon die ganze Folge. Es ging schon los bei der Begrüßung mit absoluten Sprachstörungen und es hört nicht besser auf, als es anfing. Wortstörungsschwierigkeiten, Aussprachenschwierigkeiten, grammatikalische Schwierigkeiten, alles, was sprachlich irgendwie schief laufen kann, war heute wirklich auf 20 Minuten komprimiert. Na dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.